Hallo liebe Menschen, mein drittes Triaterra-Blog-Video. Jeden Freitag um 12 gibt es ein neues. Hier möchte ich Ihnen Therapreta-Produkte vorstellen, EM-Produkte vorstellen, effektive Mikroorganismen und alle möglichen Varianten, Neuigkeiten, positive Nachrichten zum Begrünen der Erde, wo wir heute auch ein bisschen konkreter werden werden, wie sowas zum Beispiel geht, nämlich mit dem Thema Rasen und EM, Rasen und effektive Mikroorganismen, beziehungsweise auch Rasen und Therapreta. Und wiederum ein großes Thema, einiges zusammengeschrieben. Und das erste und erstaunlichste ist, oder was Sie vielleicht ein bisschen überraschen wird, es gibt ja regelrecht eine Liebesbeziehung zwischen Gräsern, Gras, beziehungsweise Rasen und Menschen. Also im Grunde die ganze menschliche Gesellschaft fußt zu großen Teilen auf dieser Beziehung mit Rasen, mit Gras, mit Gräsern. Und das geht schon los mit unseren Nahrungspflanzen, die, ich sag mal, zu fast drei Vierteln Gras sind, Gräser sind. Das geht los mit Getreide, Weizen, Roggen, Gerste, Bier oder auch Whisky, Hafer, alles Gräser. Das geht weiter mit Mais, praktisch die wichtigste Nahrungspflanze der Welt. Das geht weiter mit Zuckerrohr, ein großes Gras. Mit Reis, ein Gras. Auch unser Fleisch, speziell das von den entsprechenden Wiederkäuern, also Rinder, Schafe, Ziegen, die brauchen alle Gras. Und wir haben jede Menge Wiesen und Weiden angelegt, um daraus entweder Heu, Gras, Silage zu machen, direkt für die Tiere, oder wir schicken die Tiere direkt auf die Wiesen und Weiden, wo dann entsprechend Gras wächst. Aber nicht nur das, nicht, dass wir Gras für unsere Ernährung und quasi drei Viertel der landwirtschaftlichen Fläche locker mit Gras bestellen weltweit, nein, auch in unserem direkten persönlichen Umfeld, ich sag mal zur Entspannung, zur Schönheit, nehmen wir Gras. Sind wir auf Gräser angewiesen, den Golfrasen, den Fußballrasen, den Tennisrasen, die ganzen Parks mit Rasen, am Straßenrand haben wir Rasen und als wenn das noch nicht reichen würde, auch typischerweise vor unserer Haustür oder in unserem Garten das Stück Rasen, das ist oftmals des Gärtners größter Schmuck und der muss perfekt sein und da darf kein Moos sein und keine Kräuter drin sein. Und ausschließlich Gras, Gräser, Rasen, fein, grün, vital, so muss der Hausrasen aussehen. Interessant ist ja, dass Gräser eine Ökosystem darstellen, das nur überleben kann, nur funktionieren kann, wenn es regelmäßig gestört wird. Also ein Wald, sage ich mal, wenn man nichts machen würde, auf den allermeisten Flächen, auf weltweit sehr, sehr vielen Flächen, wo heute Gräser, Wiesen, Weiden so weiter wachsen, wenn man da nichts mehr machen würde, wie zum Beispiel hier in Deutschland, dann würden da innerhalb weniger Jahre würde da ein Wald aufwachsen. In den Tropen geht das noch viel schneller. Da ist innerhalb von 2-3 Jahren steht da schon Wald. Je nachdem, wie kaputt die Fläche vorher war oder wie gut die Regenfälle in der Region sind, aber über kurz oder lang kommt dann Wald, wenn da nicht ständig der Mensch eingreifen würde mit Bodenbearbeitung oder Schneiden oder also dass wir regelmäßig Wiesen und Weiden schneiden oder eben dass wir Weidetiere raufschicken oder auch in der Natur würden Wiesen, Weiden, Gräser sich nicht halten können, wenn nicht regelmäßig der Mensch, in dem Falle dann Weidetiere, seien es die Bisons in Nordamerika, seien es die Antilopenherden oder Giraffen oder Elefanten in Afrika. All diese Tiere sind auf Gras angewiesen und produzieren Gras, indem sie das immer wieder stören, niedertrampeln und Bäume dabei kaputt machen, beziehungsweise die Bäume auch auffressen. Und dann entsprechend hat das Gras wieder die Chance zu kommen. Denn wenn die Bäume sich einmal entwickelt haben, 10, 20, 30, 40 Meter hohe Waldvegetation, Bäume, dann entsprechend hat das Gras keine Chance mehr. Es wird beschattet, es wird
die Konkurrenz mit dem Wald ohne Störung kann das Gras nicht gewinnen. Es wird praktisch immer der Wald gewinnen, der die Bäume gewinnen. Und ein Baum, ein Wald, auch wenn er nicht gestört wird, wächst dann Wald. Also sei es der tropische Regenwald, sei es bei uns hier zum Beispiel ein Buchenwald, der sich wahrscheinlich eher etablieren würde, oder auf etwas trockenen Flächen vielleicht ein Eichenwald oder ja, andere Waldtypen, je nach Boden und Klima. Aber eine Rasengesellschaft, eine Graslandgesellschaft, Ökosystem, kann sich eigentlich nur halten, wenn es regelmäßig gestört wird. Und der Schlüssel ist, wie oft es gestört ist und wie man es stört, diese Rasengesellschaft. Okay, also das mal so ganz kurz vorweg. Wenn wir also einen perfekten Rasen in unserem Garten haben wollen, darum geht es ja ganz vielen Kunden von uns, die sagen, Mensch, ich habe hier einen Rasen in meinem Garten und der ist aber lückig und da kommt Löwenzahn und da wächst Moos und wie kann ich da was machen? Oder prinzipiell, ich habe einen schönen Rasen, aber ich muss da so viel Dünger und so viel Geld reinstecken. Wie kann ich denn das vielleicht mit EM machen? Das sind ja oftmals die Fragen. Aber bevor wir darauf kommen, noch ein bisschen ausgedehnt diese Geschichte mit dem Gras und den Menschen. Also es gibt regelrecht eine Liebesbeziehung zwischen der menschlichen Gesellschaft und den Gräsern, die sich eben im Extremfall in einem völlig, wie soll ich sagen, völlig nahezu nutzlosen Rasen vor der Haustür oder auf dem Golf widerspiegel, im Golfrasen widerspiegel auf Golfplätzen, aber auch für die Produktion, für die ganze Nahrungsmittelproduktion, wie gesagt, 3/4 der landwirtschaftlichen Fläche locker, wenn das mal reicht, also wahrscheinlich 4/5, sind mit Gräsern, mit Weiden besetzt. Also wir Menschen fördern massiv durch unsere Störung in der Umwelt Gräser und Rasen. Also im Grunde kann man sich überlegen, haben wir jetzt die Gräser, wie sagen, halten wir die unter Kontrolle und benutzen wir die, oder ist es nicht so andersrum auch, dass die Gräser so eine erfolgreiche Pflanze sind, dass sie nicht nur Elefanten, Antilopen, Bisons und Kühe und so weiter einspannen, um ihr Ökosystem zu erhalten, um ihr eigenes Fortkommen zu erhalten, sondern auch uns Menschen haben die Gräser in der Entwicklung eingespannt für ihre Zwecke, dass wir immer wieder die Störung bringen, die dann letztendlich Grasland ermöglicht. Also nicht unbedingt so, dass das kann man auch aus der anderen Richtung betrachten, wie erfolgreich die Gräser sind. Und es gibt noch eine andere interessante Anwendung für Rasen, für Grasland, Weiden, Wiesen, die Sie sich unbedingt mal anschauen sollten, um das eine Möglichkeit der Wüstenbegrünung zu verstehen, die sehr überraschend ist. Und diese Möglichkeit hat der Alan Savory entwickelt, beziehungsweise, ja, es ist eigentlich eine natürliche Möglichkeit, die er mit den Mitteln der Weidewirtschaft nachgestellt hat. Alan Savory ist, wie alt mag er sein, inzwischen 83, 85 Jahre, hat vor wenigen Jahren das, also schon seit Jahrzehnten betreibt er die holistische ganzheitliche Landwirtschaft, so nennt er das, und bringt das auch weltweit Farmern bei. Er ist ein Farmer in Simbabwe, weiß nicht, hat er 3000 Hektar oder so große Flächen, ist auch ein bisschen als Umweltpolitiker in der Politik tätig da in Simbabwe und hat ja Jahrzehnte daran geforscht bzw. praktisch daran gearbeitet, die Wüste zurückzudrängen, die Wüste wieder grün zu machen. Und anders als viele anderen hat er das gemacht, indem er Tiere eingesetzt hat. Also nicht gesagt, hier ist ja alles überweidet, wir haben hier zu viele Elefanten, zu viele Antilopen, zu viele Kühe auf der Fläche, wir haben eine Überweidung, deswegen macht das kaputt. Der Alan Savory sagt, nein, wir haben zu wenig Tiere auf der Fläche, wir brauchen viel mehr. Wenn er auf eine neue Fläche geht, auf einen Farmer, und der sagt, Mensch, das Land ist völlig kaputt, das produziert nicht mehr, dann sagt er, aha, dann verdreifachen wir doch mal den Tierbestand. Und verdoppeln und verdreifachen nicht nur, sondern dann fangen wir an, die Tiere so zu führen, so in der Weideführung zu halten, wie das in der Natur der Fall wäre. Das heißt, alle
2 bis 3 Monate, je nachdem, wie das Gras wieder aufgewachsen ist, kommen wir wieder auf eine Fläche und grasen die intensiv ab innerhalb weniger Tage, so wie das in der Natur auch passiert, dass riesige Herden von Tausenden, zigtausenden Individuen durch die Grasländer, durch die Steppen ziehen und alle Gräser abfressen, niedertrampeln, ihren Kot und ihren Urin da lassen. Das heißt, die Fläche ist perfekt bestellt sozusagen. Wir haben eine Düngung, wir haben einen Bodenaufbruch, dass die Gräser wieder keimen können, die Samen neue, und das Rasen der Gras durch das Abfressen kriegt einen Wachstumsimpuls und einen Wurzelimpuls, dass er mehr Wurzelmasse bildet und mehr und dann auch mehr Gräser, also mehr Biomasse, mehr Blätter bildet. Und wenn das in der richtigen Frequenz erfolgt, also immer im richtigen Wachstumszyklus der Gräser, ganz abhängig von Klima und Trockenheit und Boden, also nicht gesteuert, wann brauchen die Tiere mein Futter auf der Farm, in der Tierproduktion, sondern wann braucht das Gras den Impuls, abgefressen zu werden. Das ist eigentlich der Punkt. Das hat Alan Savory so weit entwickelt, dass er heute sagen kann, es ist tatsächlich möglich, und Zimbabwe ist da ja ein sehr gutes Beispiel. Seine Farm, 3000 Hektar, ist knallgrün. Da gibt es inzwischen wieder hohes Grundwasser, es gibt viele Wasserstellen, es gibt Flüsse, die wieder fließen, und er hat da 3 Meter, 4 Meter hohes Gras, 3 Meter hohes Gras nach der Regenzeit, was dann auch noch weiter wächst. Und direkt im Nachbargrundstück, wo man wenig Tierhaltung hat, speziell die Tierhaltung nicht in dieser Frequenz als große Herde zusammengefasst, in der richtigen, immer nur wenige Tage auf einer Fläche und dann rotieren in dem richtigen Rhythmus. Auf diesen Flächen ist die Fläche massiv degradiert. Man hat Sandland, man hat ein paar traurige Bäume rumstehen, die auch kaputt gehen. Man hat wahnsinnige Erosion und Wüste letztendlich. Und das ist wirklich krass zu sehen, die Bilder direkt nebeneinander. Alan Savory's Farm oder auch viele Farmen, die er betreut hat, auch im mittleren Westen der USA, in Australien und Afrika sonst. Dass man direkt daneben stellen kann, ein paar Jahre mit dieser Weidewirtschaft betrieben und eben ohne Tiere oder mit falscher Beweidung der Tiere, und da stellt man direkt die Wüste und das trockene Sand, den trockenen Sand gegenüber, gegen eine wirklich fruchtbare und letztendlich feuchte Landschaft. Also wirklich, und wir reden hier von Flächen auf der Erde, das betrifft 2/3 der Landfläche auf der Erde, die bedroht ist durch Verwüstung, weil da die Tiere fehlen, um das richtig, natürlichen Tiere fehlen, die großen Tierherden, um das in der richtigen Weise die Frequenz zu geben, dass da ein produktives Grasland entsteht, das dann auch Wasser verdunstet und Wasser hält und Boden aufbaut und so weiter. Alan Savory, ich werde das verlinken, unten in der Beschreibung. Ein TED-Talk, 22 Minuten, aber es gibt auch einige Quellen dazu, die man dann weitersuchen kann von seinem holistischen Institut und einige Seminare, die er gehalten hat, wo er das noch weiter ausführt. Aber der wesentliche Punkt ist, das Kopieren der Natur mit großen Herden und mit dem Rotieren wenige Tage auf einer Fläche und dann wieder weiter, speziell interessant für die Gebiete, die wenig Regenfall bekommen, die verwüstungsgefährdet sind. Gerade da hat das einen enormen Einfluss. Und der Alan Savory ist inzwischen so weit, dass er typischerweise die Tierbesatz auf den Flächen, die er behandelt, vervierfacht. Man kann sich natürlich vorstellen, was das für die Produktion bedeutet. Das sind aber auch spezielle Rassen, die speziell eben mit Wüstenbedingungen klarkommen. Ne? Also das sind jetzt nicht die holsteinische Kuh, die 10.000 Liter Milch gibt, sondern das sind angepasste, an die Umgebung angepasste Rassen. Aber desto besser der Boden wird, desto besser wird das Futter. Das heißt, nach ein paar Jahren sind dann auch wieder Rassen möglich, die sehr fruchtbaren und sehr hochwertiges Futter brauchen. Gut, also eine Möglichkeit der Wüstenbegrünung: Kühe. Und wir reden hier von riesigen Landflächen, halb Afrika mit der Sahara,
Arabien, die ganze arabische Halbinsel, die dann geht es rüber nach Pakistan, Iran, Afghanistan, der ganze Korridor bis zu Tibet und Mongolei, die im Grunde alle in der Tendenz wüstengefährdet sind durch sehr, sehr niedrige Niederschläge, inklusive dann Mexiko große Flächen, USA große Flächen, Mittelamerika und auch einige Flächen in Brasilien, die wüstengefährdet sind, die abgeholzt wurden, beziehungsweise wo die natürlichen Tierbesatz fehlen, die man mit dieser Methode wieder grün machen kann. Und will Ihnen jetzt das nur, wenn Sie das mal überschlagen, was das für Mengen an Tieren sind, Milliarden von Rindern, die dafür gebraucht werden, um das zu leisten, was das für die Wüste, für die Menschen bedeuten würde, was er dann für Nahrungsmittel zur Verfügung hätte, wenn er das macht. Und der Alan Sebring schafft es tatsächlich, mitten in die Wüste zu gehen und da in wenigen Jahren wieder ein Grasland und ein fruchtbares Grasland draus zu machen. Unbedingt angucken. Wenn Sie das nicht verstanden haben, haben Sie über das Ökosystem der Erde nichts verstanden. Interessant ist auch in der weiteren Überlegung, dass dieser Impuls, der von Weidetieren auf Gras ausgeht, dass der zu einer enormen Humusanreicherung im Boden führt. Viel mehr noch als im Wald tatsächlich. Der Wald kommt relativ schnell in ein Gleichgewicht, wo zum Beispiel im tropischen Regenwald, aber auch bei uns hier in Deutschland in den Wäldern, zwar durchaus Humus aufgebaut wird bis zu einem bestimmten Punkt, aber dann ist auch relativ schnell Schluss. Das heißt, wir kriegen da einen bestimmten Humusgehalt, aber die Streu wird dann doch irgendwann komplett mineralisiert abgebaut. Anders als im Grasland. Da ist es tatsächlich so, dass wir durch die richtige Frequenz dieser Abweidung einen enormen Humusaufbau bekommen, der über die enorme Ausweitung der Graswurzeln läuft. Und das ist auch der Grund für die Schwarzerdeböden in der Ukraine. Das ist der Grund für Schwarzerdeböden im Mittleren Westen, der USA, und auch noch einige andere Flächen auf der Welt. Die sind spezifisch deswegen so humusreich und extrem fruchtbar, weil da über Jahrtausende, wer weiß wie lange, Jahrhunderttausende, immer wieder Tiere drüber gezogen sind, die das Gras genau im Grasland genau im richtigen Moment zum neuen Wurzelwachstum, zum neuen Blattwachstum angeregt haben und damit enorme Mengen an Humus aufgebaut haben. Also Grasland ist auch für fruchtbare Böden sehr interessant. Wenn dann der Mensch noch dazu kommt und das ab und zu abbrennt, kommt vielleicht sogar ein bisschen Pflanzenkohle, Holzkohle mit dabei.